Dirk Ulrich ist einer von nur 17 professionellen Eibrütern in ganz Deutschland. Egal ob Hühner, Gänse, Enten oder auch Wachteln und Nandus, dank eines speziellen Brutschranks kann der Landwirt Eier aller Vogelarten ausbrüten. Gebrütet und Tiere hatte ich schon von Kind auf an. Und dann habe ich mich irgendwann mal entschlossen und habe investiert und habe eben neuere Hightech-Maschinen gekauft. Und damit lief das eigentlich sehr gut. Also die Nachfrage ist sehr groß. Und im Moment ist das auch schon so, dass ich auch mehr gar nicht machen kann nebenbei. Bis zu 1000 Eier können im kleinen Betrieb in Stockelsdorf gleichzeitig ausgebrütet werden. Und trotz der hohen Anzahl von Neugeburten ist jedes einzelne Küken für Ulrich eine Besonderheit. Dass diese Natur das so hervorbringt und doch, muss ich sagen, also man freut sich noch mit jedem Küken, was schlüpft. Kunden des nebenberuflichen Futter- und Düngemittelhändlers sind vor allem Privatleute, die sich gerne Geflügel halten wollen. Teilweise kommen sie mit Exoten an, wie Störchen oder türkischen Kampfhühnern. Aber der Experte weiß genau, wie lange welches Ei zum Schlüpfen braucht. Bei der Abgabe der Eier werden die Eier mit dem Datum bestempelt, wann sie schlüpfen sollen. Und dann gibt das geht los mit den Wachteleiern, die brauchen 16 bis 18 Tage, bis sie schlüpfen. Hühnereier ist so Standardschlupf, sind 3 Wochen, also 21 Tage. Normale Enten und Gänse brauchen 28 Tage und Flugenten brauchen 35 Tage. Insgesamt durchlaufen alle Eier 3 Stationen. Frisch angeliefert kommen sie in den ersten Brutschrank. Mit knapp 38 Grad werden die Eier genauso warm gehalten wie von der Mutter in der Natur. In den letzten Tagen vor dem Schlüpfen geht es in Station Nummer 2. Hier herrschen optimale Bedingungen, damit die Kleinen ihre Eier aufpicken können. Und nachdem die Küken das Licht der Welt erblickt haben, kommen sie in ein Gehege, bis der Besitzer sie abholt. Sobald jetzt alle Küken geschlüpft sind auf dieser Partie, wird der Kunde benachrichtigt und dann holt er sie eigentlich am selben Tag oder am nächsten Tag ab. Also die Küken sind maximal 24 Stunden bei mir, sobald sie geschlüpft sind. Die Brutsaison geht noch bis in den Sommer hinein. Bis dahin wird Landwirt Ulrich etwa 4000 Eier ausbrüten, die dann aus Stockelsdorf an Züchter und Privathalter in ganz Deutschland gehen.